Die habe ich für 11.2 bekommen. 11.2, okay. Ja, auch die. Diesmal mit einer Cartier Sunburst. Oh shit, unterwegs. Neue Uhr zugelegt? Genau. Datejust 41 2020. Die habe ich bei Air Yeezy 2. Absolutes Grail habe ich mir geholt. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder ein Wie viel ist dein Outfit am Start, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir haben heute ein Special Wie viel ist dein Outfit, irgendwie sage ich das glaube ich in jeder Folge. Wir haben auf jeden Fall heute ein Special Wie viel ist dein Outfit am Start. Wer den letzten Vlog nicht gesehen hat, ich war ja vor kurzem in Stuttgart. An der Stelle würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch den Vlog anschaut, damit ihr so ein bisschen die Hintergrundstories wisst von diesem Video. Unten erster Link in der Beschreibung, da findet ihr den Vlog auf jeden Fall. Ich war in Stuttgart und ich habe den Ilya getroffen dort. Und habe mit denen auch ein Wie viel ist dein Outfit gedreht, was wir jetzt am Start haben. Wir haben drei stabile Jungs am Start, deshalb schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, Leute. Wir haben bei jedem Outfit eine stabile Uhr. Wir haben wieder mal zu viel getalkt, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Bro? Wer bist du? Hey, Bro, mein Name ist Manu. Manu, du bist ja auch heute am Start. Ich wollte dich auch gerne mit meinem Video einbinden. Wie viel ist dein Outfit, gerne. Bro? Mein Outfit, also wo fangen wir an? Bei den Schuhen? Bei den Schuhen. Bei den Schuhen, also die Schuhe kosten 100 Euro. Easy, einfach. Ich finde, die sehen cool aus. Entspannt, cooler Schuh. Ja. Die Farbe sieht man nicht alle Tage so, ne? So entspannt, wo hast du den geholt? Die habe ich von Ilya, von meinem Kollegen, der hat die davor gehabt. Und ich habe gefragt, woher er die gekauft hat. Er hat das für mich organisiert. Entspannt, auf jeden Fall. Also die ganze Marke ist eigentlich von Ilya ein bisschen supporten. Also die Hose, safe. Der Pulli. Safe, und das Shirt auch. Die Hose, alles ist ja Repute Vision, Vision von Ilya, die Marke. Genau, die Hose liegt, meine ich, bei 90 Euro oder bei 80 Euro. Okay, bei 90 oder 80, ja. Der Hoodie ist bei 70 Euro und das Shirt ist ungefähr bei 50 Euro. Entspannt. Und die Sonnenbrille? Die Brille ist nur fürs Aussehen da, also das ist jetzt kein Flex oder so, 30 Euro, ganz normal. Aber auch schon eine schöne Brille. Sieht cool aus. Ich hab gesehen, du hast noch eine Uhr am Start. Eine Uhr, ein Ring, Cartier-Ring, ein Rolling. Ja, die habe ich für 11.2 bekommen. 11.2, okay. Ja, auch dieses Jahr gekauft. Der Ring hat 1.6, 1.7 gekostet. Okay. 1.7 meine ich. Verlobt? Nee, bin ich nicht. Okay. Also ist kein Verlobungsring. Aber nur für Flex. Nee, was heißt Flex? Sieht schön aus. Auf jeden Fall. Ist ein schönes Accessoire. Ja, Dankeschön, Digga, cool. Bro. Ich finde deinen Ring echt nice. Dankeschön, Bro. Hier der Endbetrag. Bro, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße euch alle da draußen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Unterstützt den Jungen. Küss dein Auge. Gerne. Was geht ab, Bro? Wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Alles gut, Bro. Lange nicht mehr gesehen? Ja, ich glaube, eineinhalb Monate war ich jetzt nicht mehr am Start. Stell dir mal vor, Bro. Ja, ich bin der Fabi von Hype Needs. Ich denke, die meisten haben mich schon mal gesehen. Und ja, ich will jetzt hier nicht der nächste Gucci Potter werden. Aber ich bin schon wieder in dem Video am Start. Und ja, freue mich, dass du hier bist. Freue mich, dass ich hier sein kann. Jedenfalls, dass ich dich hier treffe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, und Fabian ist auch zufälligerweise die Person, die den Dior Jordan aus der letzten Fake or Real Folge exposed hat. Genau. Bei ihm habe ich ihn exposed. Und wir haben ja vor kurzem, vor ein, zwei Monaten noch ein Video gedreht. Du bist auch der Store-Besitzer von Hype Needs. Genau, richtig. Kurze kleine Biografie für die Zuschauer. Ja, wir verkaufen limitierte Sneaker und Kleidung. In München haben wir auch unseren eigenen Laden und auch unseren Online-Shop. Also check den gerne ab. Safe, safe. Jetzt bist du wieder hier am Start. Wir drehen so ein bisschen das dann aufbewährt. Ich würde mal direkt straight sagen, wir starten bei deinen Schuhen. Ja, genau. Ich habe die neuen Nike Sakai an. Die haben im Vergleich zu den anderen drei Sohlen anstatt zwei. Liegen im Resale bei ca. 400 Euro inzwischen. Habe ich erwartet, weil ich finde den absolut comfy. Und das ist auch meiner Meinung nach einer der besten Schuhe des Jahres. Da habe ich eine Root Tattoo Cargo Pant an. Die hat 100 Euro gekostet. Ist, glaube ich, aber leider sold out. Ein Root Tattoo Hoodie. Oh shit. Genau, passend hier gematcht. Die Hype Needs Chain, die viele von euch bestimmt schon kennen. Und im Uhrengame hier, diesmal mit einer Cartier Sunburst. Oh shit, unterwegs. Neue Uhr zugelegt? Genau. Geil. Hier, ja, gut, Detail gibt es jetzt nicht. Ja, genau, Cartier Santos, ca. 6.900 Euro. 6.900 Euro, okay, cool. Ja, krass, also Cartier Santos. Cartier Santos, geile Uhr finde ich auf jeden Fall. Ja, man weiß, ich trage es halt einfach gerne so Sachen ein bisschen low-key unterwegs, muss ja nicht immer hier Louis Vuitton oder Gucci draufstehen. Und ich meine, fürs Flexen in dieser Folge ist mein Nachfolger jetzt hier zuständig, der Ilya, der wird euch gleich ein richtig fettes Outfit präsentieren. Und ja, hat mich gefreut, dabei sein zu können. Mich ebenfalls, Bro. Was geht ab, Bro? Was läuft? Was geht ab, Bro? Wie geht's dir? Wir sind heute hier bei dir.
Yeah. In Stuttgart. Genau. Was machen wir heute? Ja, ich bin der Ilya, Gründer von Repute Vision, meiner Brand, meinen eigenen. Und wir haben heute Shooting zum Dezember-Drop, Release Nummer 3. Und ja, du hast die Sachen gesehen. Safe. Coole Sachen auf jeden Fall dabei. Danke, Bro. Ja, aber jetzt geht es ja um dein Outfit. Also, das wollten wir jetzt schon lange machen, wie viel ist dein Outfit wert. Genau. Also, du hast ja schon richtig coole Sachen. Ja. Und ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt auch wirklich jetzt eigentlich nur so basic angezogen, weil es draußen ist, regnet, ist ein bisschen kalt. Habe auch nice Sneaker dabei, die habe ich jetzt so in meiner Tasche drin. Ich wollte die eigentlich so anziehen, aber wegen dem Regenwetter hat man jetzt hier was anderes angezogen. Yes, safe, safe. ja, Bro, also. Ich würde sagen, wir kommen zu den Sneakern gleich. Du hast deine Special Sneaks dabei. Die gucken wir uns gleich an. Ich würde einfach sagen, wir starten bei den Schuhen. Was sind das für Schuhe? Ja, das sind die Off-White Jordan 4er in dieser Women's. Für mich absoluter krasser Sneaker. Gefällt mir sehr. In meinen Augen genauso. Komplett auch Farbe, Cream. Du weißt ja, Cream, ne? Mein Shirt. Auch Cream. Genau. Und ja, ansonsten sehr geil Sneaker. Favorite. Richtig cool. Also ich finde die Farbe richtig nice. Was hat man so für den? Oh, ich sag dir ehrlich, ich habe bei A2 von Leo, Grüße gehen raus, einen wirklich sehr guten Preis bekommen. Ah, okay, cool. 800 Euro habe ich gezahlt, aber ich glaube, der geht mittlerweile 1200. Oh. Ich weiß es gar nicht. Ich habe eine 42,5. Nein. Also 800 ist schon echt auch ein. Also das ist ein guter Preis, aber auch schon viel für den Schuh. Ja, aber trotz ein absolut geisteskranker Danke, Schuh. Danke. Okay, ja, die Jeans. Auch eine coole Jeans, passend zum Schuh, finde ich. Bro, ich weiß nicht, du bist schon länger folgt. Doch, du folgst mir so. Ich folge dir ja schon länger. Ich bin ja in L.A. gewesen und feiere halt extrem diesen Vintage-Vibe, gerade so Levi's. Die Vlogs, du hast auch genau, Vlogs, meine LA, auch auf YouTube, genau, meine L.A.-Vlogs, Flea Market, habe ich ja komplett immer sehr viel. Auch der Carhartt-Vibe, der jetzt gerade von Gallery Dept gerade auf einmal auf dem Markt ist, ich verstehe den gar nicht so, weil ich habe schon in L.A. Anfang Februar, war das so Standard, dieses Workwear, diese Jeans und so, habe ich mir schon damals schon diese braune Carhartt-Hose mit Flecken gekauft. Und ich habe jetzt hier eine Levi's 501, die ist so ein bisschen gerippt, hier komplett aufgerissen, schön auch hier so mit Dreckflecken. Ich mag das so halt, diesen Vibe einfach. Und die habe ich gekauft tatsächlich aus UK von Rebel Solutions. Ich glaube, die hat mich 150 Pfund gekostet oder sowas. Aber die machen wirklich. Farbe. Ja, Bro. Also gerade dieses helle Blue Jeans feiere ich extrem. Und der Dagi, der macht dann halt einfach so diese Rips und macht die Hosen noch komplett auf und ist gerade einfach mein Vibe, feiere ich. Safe. Oberteil, T-Shirt. Ich kann gerne mit dem T-Shirt anfangen. Ich habe hier ein Eminem Vintage Tee. Ich glaube, ist gar nicht so teuer. 100 Euro habe ich von Weiß Vintage Selection. So mein Plug, wenn es um Vintage Shirts geht, so, der hat coole Sachen so. Und ja, habe ich von ihm. Gefällt mir sehr. Ich mag halt so diesen Vintage-Washed-Look, auch diese Prints, dass die so ein bisschen so Cracks haben. Ist einfach so mein Vibe. Natürlich jetzt der in sich passt gar nicht zusammen mit dieser Jacke hier. Wie gesagt, die Jacke ist halt einfach so, weil es gerade draußen regnet. Und so, kommen wir zur Jacke gleich. Zur Jacke, Digga. Das ist also ganz gut. Ist die fake? Bro, die ist auf jeden Fall. Damit man den. Not fake. Weird flex, Bro. Digga, das könnte ein neuer Meme werden, Digga. Not fake. Nee, die ist natürlich nicht fake. Das ist eine Gucci aus der aktuellen Kollektion. Ich meine, kostet 1.300 Euro. Krass. 1.400? Was hältst du von dieser Kollektion? Also auch mit diesem Not fake, fake? Ich fand's cool, ja, genau. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, Grüße gehen raus an meinen Bro Flizzy. Ich habe ihm einen Chrome Hearts Pullover geschenkt. Und er hat sich dann quasi bei mir remangiert und hat mir dann die Jacke geschenkt. Also, ah, geil. Genau, also Flair ist der komplette Ehemann natürlich. Ja. Bester Mann, korrekt, nice. Digga, die Jacke ist auf jeden Fall echt cool. Ja, Bro, also extrem. So. Ihr wisst, Gucci Don. Okay, ja, Bro, das war dann dein Outfit, oder? Nein, genau. Warte, du hast noch eine Kette. Ja, ich habe eine Kette, Bro. Es ist. Boah, Bro, ich. Ganz ehrlich, ich kann nur Preis sagen, was ich gezahlt habe. Es ist eine Massivgold 585, ich glaube 14 Karat, ich bin mir nicht sicher. Wiegt circa 74 Gramm. Darf ich raten? Rate? Was du gezahlt hast? Ja. 6.000? Nein, Bro. Nein, okay, nein, okay. Nein. Ich hoffe, ich rate gerne, nie wieder mehr. Ihr dürft gerne in den Comments unten raten, was die kostet, aber tatsächlich, ich glaube 2,7. 2,7? Okay. 2,7, ja. Cool. Schöne Kette, Cumin Link, mit einzelnen Links, die ein bisschen länger sind. Genau, ich habe mir sogar, ehrlich gesagt, ihr dürft auch gerne unten kommentieren, ich habe sogar mir überlegt, die vielleicht mit Steine zu besetzen. Passt das zu deiner Uhr? Ich zeig die Uhr, die gleich, kennst du ja? Okay. Ja. So, kommen wir gleich zur Uhr? Kommen wir gleich direkt zur Uhr. Okay, wir haben hier eine Datejust 41 2020, die habe ich bei
Zeitlos-Watches gekauft in Köln. 11,8 habe ich die gezahlt, tatsächlich. 11,8. Das ist schon, glaube ich, jetzt so 12, 13 Ja, 12,5 vielleicht, 12,7, keine Ahnung. Aber schön. Aber meine ist wirklich, ich habe ja noch das Jubilee-Band mit der geriffelten Lünette. Bro, ich habe noch was Spezielles für dich. Safe, das wolltest du mir nochmal zeigen. Genau, also zufälligerweise ist hier eine Louis Vuitton-Tasche. Ich habe zwei Specials dabei. Zwei Specials, okay, hau mal raus. Was ist das kleine oder das große? Das große erstmal. Das große erstmal. Wir haben hier, ja, habe ich mir gerade geholt, Freunde, den Air Yeezy 2. Absolutes Grail habe ich mir geholt. War so für mich ein Traum, dieses Jahr noch zu holen. Habe da einen Sneakersammler gefunden, der sich bei mir gemeldet hat und hat halt gemeint, Bro, ich glaube, an dich würde ich ihn abgeben, weil er weiß, dass er bei mir in guten Händen ist. Er hat tatsächlich damals, wie heißt der Laden in Hamburg? Glory Hole. Glory Hole, 3 Tage dafür gekämpft. Und ja, ich habe den jetzt gekauft, ist meiner. Zu einem wirklich guten Preis. Über den Preis will ich jetzt nicht reden. So, ne? Es ist auf jeden Fall mehr als 5.000 Euro. Ihr dürft gerne raten, so. Guckt einfach so. Nur damit die Leute so eine Dimension verstehen, weil sonst denken die Leute, ey, du hast vielleicht 500, 600 Euro bezahlt. Nein, weißt du? Aber es geht wirklich über so 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Ich muss sagen, ich habe dafür wirklich geblutet, so war krasser Preis. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mir so einen tollen Sneaker kaufe, aber jetzt, wir haben es gemacht, ich habe es gemacht, wir vor allem. Und ich habe hier eine Vintage Cartier, C-Decor. Mit einem, ja, die Brille wird so nicht mehr hergestellt. Das ist eine, ja, mit Holz. Krass. Ich habe die hier bei meinem Goldschmied Serhat Chivci komplett iced out machen lassen, den Nasensteg und natürlich hier die Bügel komplett. Sehr, 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 sehr krasses Teil. Also ich werde sowieso nochmal ein Detail genau, wir können ein paar Dings, aber richtig schöne Brille, wirklich. Sehr, sehr schön. Aber den Gläsern ist keine Stärke drin, oder? Ich hatte tatsächlich eine Stärke drin, weil eigentlich habe ich mir die Brille zuerst gekauft, damit ich fürs Autofahren eine Sehbrille habe, was schon geisteskrank ist, weil die Brille kostet Retail 2,2 oder so. Ach du Scheiße. Ohne Steine. Und dann noch ohne mal, Steine noch? Ja, ohne Steine, ja. Was hast du gedacht? Shit. Bro, das ist echtes Holz. Krass. Also ich dachte, also ich bin nicht so der Sonnenbrillentyp. Ja. Ich dachte so höchstens 1.500 Euro. Nee. Aber krass, Bro. Nee. Aber es gibt die sogar dieselbe, wer Bock hat auf sowas, komplett im Kunststoffrahmen, dann kostet die irgendwie 800 oder so. Okay, krass. Aber geht klar. Ja. Aber es gibt auch welche mit Gold, richtig, ne? Es gibt auch hier mit Gold, es gibt Dings, hier, das ist, glaube ich, Weißgold, ich bin nicht sicher. Cool. Und, ja, das ist, für den Preis müsste das eigentlich Weißgold sein. Ja, also wie gesagt, die Brille ist, natürlich, ist es das wert? Nein, so, aber trotzdem, wenn man halt Cartier noch bedenkt, dann Holz, dann Weißgold und dann die Steine, dann ist es halt normal komplett anders. Auf jeden Fall eine sehr schöne Brille, Bruder. Danke, danke. Sehr schön. Cooles Outfit, finde ich. Danke. Die Jacke ist all over. Ja, ist all over. Wie gesagt, die habe ich geschenkt bekommen von Flair. Und da trage ich halt sehr gerne, gerade wenn es kalt ist, ziehe ich die kurz rüber. Wenn der Flair mir sowas schenken würde, würde ich die auf jeden Fall auch annehmen. Bro, Flair, guck mal, Mahan. Er ist ein bisschen kleiner, vielleicht hast du auch was in XS. Bro, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Hab mich gefreut. So machen. So. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen? Irgendwie was? Ich grüße mein ganzes Team hier, gerade am Start ist Fabi von Hype Needs, hier Matze, Dings, Andi, Manu, Eugen natürlich, Remo ist auch am Start und Latanya, Jessica. Alle, die gerade hier am Start sind, danke fürs Kommen. Ich habe es ja vorher am Event erwähnt gehabt, wir haben hier mein Shooting gehabt für meine Brand und wir sind jetzt fertig und jetzt den endlich Blog nach Hause. Habt ihr ja auch schon gesehen. Genau. Könnt ihr gerne nochmal unten in der Beschreibung abchecken. Ansonsten checkt mein Instagram ab. Und safe, auch unten verlinkt, Leute. Danke dir, Bro. Nochmal. Safe. So, das war's schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Szenen am Start gehabt. Schreibt mal in die Kommentare, welches Outfit euch am meisten gefallen hat. Ich danke an der Stelle nochmal Ilja für die Einladung nach Stuttgart. Das war auf jeden Fall sehr cool. Grüße gehen raus an Ilja, Grüße gehen raus an Fabian und an Iljas Kollegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lässt und auch eventuell ein Abo, damit ihr die nächsten Videos in diesem Monat auf jeden Fall nicht verpasst, weil in diesem Monat habe ich auf jeden Fall einen großen Plan vor mir, den ich jetzt umsetzen möchte. Es werden einige coole Videos auf jeden Fall online kommen, deshalb abonniert meinen YouTube-Kanal, um das nicht zu verpassen, Leute. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.